Was ist die Botschaft Ihrer Steine? Ja, diese Menschen nicht zu vergessen und das, was passiert ist, nicht zu vergessen. Und das ist eigentlich etwas, was für die Jugendlichen sehr wichtig ist. Ich war erst gewarnt worden von Lehrern. Dieses Thema bloß nicht, steht denen bis da, kommt denen zu den Ohren raus. Ich kann sagen, ich habe das Gegenteil erfahren. Die wollen wissen, wie konnte sowas im Land der Dichter und Denker überhaupt passieren. Und auch dahinter natürlich, sowas darf nie wieder passieren. Glauben Sie, dass sich so langsam eine Ermüdung breit macht in Deutschland, dass man nicht mehr erinnert werden will, weil man meint, jetzt muss irgendwann mal Schluss sein? Naja, also gehört habe, gab es jetzt eine Umfrage, da haben 81% gesagt, also bitte nicht mehr. Aber wie gesagt, meine Erfahrungen mit den Jugendlichen sind eben ganz anders. Das ganze Interview sehen und hören Sie morgen in einem Nachrichtenvideo der Weserbergland-Nachrichten über den Künstler Gunter Demnig und seine Verlegung der Stolpersteine hier in der Hamelner Innenstadt. Er hat in Europa schon mehr als 50.000 solcher Stolpersteine verlegt als sichtbare Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus.